Matthew, du hast einen offenen Brief geschrieben, darüber reden wir gleich. Zunächst die Frage, gibst du heute nur Interviews oder warst du schon in der Schule? Ich war auch in der Schule. Ich habe tatsächlich heute geschafft, dass das sich so ausgeht um die Schule herum, dass ich nicht allzu viel verpasse im Moment. Verstehe. Aber du gibst eben auch Interviews zu deinem offenen Brief. Den hast du geschrieben an Fassmann, Schallenberg und Mückstein und ganz viele Lehrkräfte, Eltern und Experten haben den unterschrieben. Was steht in diesem offenen Brief drin? Also die Hauptforderung des offenen Briefs ist, dass wir jetzt für 14 Tage ins Distance Learning gehen. Also dass eben der Lockdown, der jetzt herrscht, auch die Schulen inkludiert, dass wir offen bleiben für Betreuung, damit jetzt da, ja, das ist, glaube ich, notwendig, dass das gewährleistet wird und jetzt niemand ausgesperrt wird, aber dass die Regel das Distance Learning ist und nicht der Präsenzunterricht wie jetzt, weil es einfach notwendig ist, weil die Zahlen in unserer Altersgruppe sind also astronomisch hoch und höher als in allen anderen. Und irgendwie gibt es eigentlich keine Alternative, die verantwortungsvoll ist, als das zu machen. Und wie viele Menschen haben den Brief unterschrieben? Über 100. Eltern, Lehrerinnen, Lehrer, Wissenschaftlerinnen, Ärztinnen und natürlich ganz viele Schulsprecherinnen, Schulsprecher, Schülerinnen. Hast du am Wochenende die Idee gehabt, jetzt schreibe ich einfach mal einen Brief? Ja, ich meine, es ist ja nicht mein erster offener Brief. Ich habe ja zu Schulstart im September auch einen offenen Brief geschrieben, wo wir auch schon Sicherheitsmaßnahmen an Schulen gefordert haben, damit es dann nicht so weit kommt, damit die Lage sich nicht so verschärft, dass dann einschneidende Maßnahmen notwendig werden. Damals wurde das irgendwie als Arroganz abgetan, dass wir uns das jetzt quasi, dass wir das einfordern. Und eigentlich hat sich alles dann bewahrheitet, ist alles eingetreten, was wir befürchtet haben. Unsere Forderungen wurden nicht umgesetzt. Und ja, wenn man es einmal gemacht hat, dann ist das irgendwie naheliegend, das quasi nochmal zu machen jetzt. Und es ist halt auch sehr notwendig. Und ja, dann habe ich mir gestern gedacht, jetzt ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt. Und dann haben sich einige zusammengefunden. Gestern um 15 Uhr ist dir die Idee gekommen. Gibt es schon eine Reaktion von Fassmann, Mückstein oder Schallenberg? Leider noch nicht. Schau mal, ob sich das noch ändert. Aber das Wichtigste ist auch, also ehrlich gesagt, ist mir persönlich auch relativ wurscht, ob die mir dann antworten. Es geht darum, dass unsere Forderungen auch am Ende umgesetzt werden, dass das quasi sich dann auch niederschlägt. Aber wäre das nicht eigenartig, wenn es jetzt gar keine Reaktion geben würde? Ja, also finde ich eh, aber das letzte Mal haben wir halt vom Bildungsminister eine Antwort bekommen, haben wir auch an den damaligen Kanzler Kurz, Fassmann und Mückstein geschrieben, haben wir von einem von drei irgendwie mal schauen, ob es jetzt wieder der Herr Fassmann ist oder wer anderer, aber ja, also es geht vor allem darum, dass die Forderung umgesetzt wird und wenn wir dann so eine lapidare Antwort kriegen wie letztes Mal, wo das alles runtergespielt wird, dann ist es halt auch nur ein symbolisches Zeichen, damit man dann medial sagen kann, ah, wir haben geantwortet, wir hören auf die Schülerinnen. Also du sprichst dich für Distance Learning aus. Wie beurteilst du denn die momentane Lösung? So quasi, sie sind zwar offen, aber keiner soll kommen. Ja, also es ist schwierig, was ich dazu alles noch... Also puh. Also ich meine, am Freitag wurde es ja angekündigt und ich habe irgendwie die Pressekonferenz mir angeschaut. Ehrlicherweise ein bisschen versteckt in Mathe, habe ich so einen AirPod drin gehabt. Ich glaube, in dem Fall ist es erlaubt. Hoffentlich, ja. Und dann habe ich mit meiner Direktorin geredet und ganz vielen Schülerinnen in meiner Klasse natürlich auch grundsätzlich. Und es war totales Chaos. Also es ist ja nicht das erste Mal so, dass man sich jetzt nicht auskennt in der Pandemie und dass es gerade an Schulen irgendwie ein bisschen seltsam ist, was da von der Politik kommt. Aber es war wirklich eine riesige Verwirrung und das muss man schon noch erstmal schaffen, nach fast zwei Jahren Pandemie, dass unzählige Schülerinnen und Schüler an einem Freitag keine Ahnung haben, ob sie am Montag, also drei Tage später in die Schule kommen sollen, dürfen, müssen, was auch immer. Wollen. Ja, richtig. Und das wurde so angekündigt, als wäre das jetzt so ein innovatives Konzept. In Wirklichkeit ist es eigentlich, der Status quo wird beigehalten, es gibt Präsenzunterricht, nur gibt es eben die Möglichkeit, sich zu entschuldigen dafür und fernzubleiben mit Entschuldigung, wenn man eben aufgrund von Corona jetzt sich nicht in der Lage fühlt, da teilzunehmen oder Angst hat. Wie ist es bei dir in der AHS Rahlgasse? Wie viele waren da jetzt heute in der Schule? Bei uns sind, glaube ich, insgesamt 95% da. Es gibt einzelne Klassen, wo es also Ausnahmen gibt, wo es dann irgendwie 50-50 gesplittet ist. Aber insgesamt sehr, sehr viele. Und das war auch ehrlich gesagt vorherzusehen, weil der Herr Schallenberg und der Mückstein haben zwar noch gesagt, dass der Appell ist, zu Hause zu bleiben. Der Bildungsminister Fassmann hat sich darauf nicht festgelegt. Er wollte nicht mal eine Empfehlung abgeben. Und wenn man keine Empfehlung abgibt und sagt, Präsenzunterricht geht weiter, dann werden auch die meisten kommen. Und es ist auch leider nicht so, dass man jetzt wirklich diese freie Wahl hat eigentlich, ob man zu Hause bleiben möchte oder in die Schule gehen. Weil wenn man zu Hause bleibt, muss man sich den Stoff, der in der Schule gemacht wird, selbstständig erarbeiten. Mit Lernpaketen heißt es. Was ist das genau? Ich weiß auch nicht, was das sein soll, ehrlich Wissen gesagt. Wissen die Lehrer? Unterschiedlich. Also ich glaube, es ist ein bisschen, kommt auf die Lehrerin, den Lehrer drauf an.
in den meisten Fällen wird es einfach sein, dass online gestellt wird, welche Buchseiten in der Stunde quasi durchgenommen wurden. Also mehr Aufwand für die Lehrer und Lehrerinnen. Mehr Aufwand für die Lehrerinnen und Lehrer und aber vor allem eben auch für die Schülerinnen und Schüler, die zu Hause sich dann selbstständig darum kümmern müssen. Und das können vielleicht ein paar, aber es gibt eben auch ganz, ganz viele, die sich nicht leicht tun, damit jetzt die nächsten Wochen einfach völlig auf sich alleine gestellt den Stoff zu arbeiten. Und ich meine, es gibt ja auch eine Schule, damit man sowas lernt. So. De facto ist es eigentlich einfach so, als wäre man krank. Also es ist nichts anderes, als wäre man krank. Und das heißt eben, die Wahl ist nicht sehr frei und es gibt natürlich einen Druck, in die Schule zu kommen. Und im Endeffekt muss man abwägen, ob man den Gesundheitsschutz möchte, indem man zu Hause bleibt, oder ob man schulisch weiter mitkommen möchte, indem man in die Schule geht. Und das ist halt eine Zumutung, dass man irgendwie sich dazwischen entscheiden kann, weil anscheinend die politisch Verantwortlichen das nicht hinkriegen, das irgendwie zu vereinbaren miteinander. Keiner will da quasi den schwarzen Peter haben. Finden derzeit Schularbeiten und Tests statt? Das ist auch unterschiedlich. Also die Empfehlung vom Bildungsminister, da gibt es zumindest eine Empfehlung, ist, dass sie nicht stattfinden sollen, also sie sollen vermieden werden. Jetzt ist es halt, aber vermieden? Ja, es ist aber halt auch, ja, nein, aber es ist jetzt vor allem halt auch nicht so, dass das so leicht ist immer. Also es ist ja auch nicht immer ein Vorteil, wenn man das dann alles zum Beispiel im Jänner nachholen muss und das alles bündelt. Und es wird aber auch kein Stoff gekürzt irgendwo. Das ist ja auch die Empfehlung, dass jetzt kein neuer Stoff verarbeitet wird, wo sich auch alle fragen, wie soll das denn funktionieren, wenn man aber am Ende des Jahres und bei der Matura denselben Stoff trotzdem können muss. Also